Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel. Wir haben ein zweites Heimspiel in Serie, zum zweiten Mal auch unter Flutlicht, in diesem Fall Freitag 18.30 Uhr gegen den Hamburger SV. Ein Gegner, der eindeutig ganz andere Ziele hat als wir, auch ganz andere Möglichkeiten. Wie wir trotzdem sportlich erfolgreich sein können, weiß unser Trainer. Lukas, bitte deine Vorschau auf das Spiel. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir freuen uns natürlich auf diesen ganz besonderen Kracher gegen den HSV am Freitagabend hier zu Hause. Ich glaube, dass es ein spezielles, besonderes Spiel werden könnte und würde, wenn ich nicht beteiligter Trainer wäre, auf Übertor tippen bei einem Wettschein. Deswegen können sich, glaube ich, alle freuen auf eine spektakuläre Begegnung hier vor hoffentlich dann ausverkauftem Haus und wünsche allen Beteiligten jetzt schon viel Spaß dabei. Vielen Dank. Ja, die Vorfreude überwiegt, hören wir. Dann gehen wir doch zunächst mal in die Fragerunde, was den sportlichen Teil anbetrifft, bevor wir zu den Dingen rund um das Spiel kommen. Bitte schön, ich sehe Matthias Reichstein und Frank Beinecke im Duell um das Mikrofon. Das Westfälische Volkspark gewinnt. Bitte schön. Aber hauchdünn. Herr Kwasniok, Jasper van der Werf könnte wieder spielen. Kehrt er auch in die Startelf zurück? Haben Sie sich da schon entschieden? Ich kenne die Aufstellung tatsächlich. Also ich bin sehr klar, es wird zwei Veränderungen geben zur letzten Startaufstellung und die möchte ich aber noch nicht verraten. Also die eine wird ja Jasper wahrscheinlich sein, die andere ist dann Kai Pröger, weil Sie ihn so hoch gelobt haben letzte Woche. Sie haben ja gesagt, es war sein bestes Spiel in Ihrer Amtszeit. Es wird zwei Veränderungen geben, ob das die beiden Jungs sein werden, das möchte ich nicht beantworten, weil die PK findet ja auch vor dem Training statt und dann ist es immer etwas ungeschickt, wenn ich hier zuerst Ihre Fragen beantworte und dann der Mannschaft die Antwort mitteile. Das wäre einfach nicht fair. Wenn wir schon mal beim Personal waren, wie sieht es in Sachen Verletzter aus, angeschlagene Spieler, alles gut oder hat so ein Jannis Heuer noch Probleme oder ein Felix Platte? Gestern waren wir mit 21 Feldspielern auf dem Feld. Das beantwortet, glaube ich, dann auch die Frage in dem Sinne, als dass außer den Langzeitverletzten glücklicherweise aktuell jetzt keiner mit Wehwehchen sich herumplagt. Alle sind heiß auf das Spiel gegen den HSV. Ja, Stichwort Übertor. Mit was für ein Spiel rechnen Sie denn? Zwei Teams mit offenem Visier und inwiefern unterscheiden sich dann vielleicht auch die Spielweisen der beiden Mannschaften? Ja, es gibt keine Mannschaft, die den Ball so sehr liebt wie der HSV. Das steht über allem. Sie wollen den Ball in jeder Phase des Spiels, überall auf dem Feld auch, also bis nach ganz hinten mit dem Torhüter, der als Anker immer ein guter Ausweg ist. Und haben schon auch eine hohe Intensität, vor allem nach Ballgewinn und Ballverlusten, versuchen den Gegner zu zermürben. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass sie dann hinten raus viele Tore erzielen. Andererseits treffen sie auf eine Mannschaft, nämlich mit uns, den SC Paderborn, der, glaube ich, jeden Gegner auf der letzten Reihe extrem wehtun kann, weil wir so ein überfallartiges Spiel an den Tag legen und gleichzeitig schon auch den Gegner durchaus ärgern können, indem wir sie laufen lassen mit dem Ball. Also wenn wir den Ball haben und deswegen könnte es tatsächlich ein heißes Auf und Ab geben in diesen 90 Minuten. Die Tatsache, dass diesmal die Startelf in Ihrem Kopf schon so weit gereift ist oder schon feststeht, hängt ja auch damit zusammen, dass Sie einfach wissen, was auf Sie zukommt. Sie kennen ja auch Tim Walter ganz gut. Ja, ich kenne Tim sehr gut, auch den Co-Trainer noch besser, noch länger mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Spielidee hat sich dann schon auch im Verlaufe der Jahre seit unserer gemeinsamen Zeit beim KSC, die im Übrigen eine ganz, ganz tolle gewesen ist, die hat sich verfeinert, diese Spielidee, deswegen muss ich da schon auch genauer hinschauen, aber auch damals hat er den Ball schon extrem geliebt und war, die einen sagen risikobehaftet, die anderen sagen mutig. Wir werden ihnen, glaube ich, wehtun können, wenn wir sie stressen. Jede Mannschaft, die es geschafft hat, den HSV zu stressen, kam auch immer selbst zu Gelegenheiten, zu guten Gelegenheiten. Und wenn wir das schaffen, mutig und aktiv zu verteidigen und gleichzeitig mutig und aktiv mit dem Ball zu sein, ja, dann könnte es so sein, dass auch die zweite Hamburger Mannschaft hier mit einer Niederlage heimfährt. Sie haben gerade die gemeinsame Zeit beim KSC angesprochen, war glaube ich 2014, 2015, dann auch nur ein Jahr oder länger?
Genau, ein Jahr, die Saison weiß ich nicht ganz. Was haben Sie da noch so für Erinnerungen an die Zusammenarbeit und auch an den Menschen und auch an den Trainer, Tim Walter? Was ist er für ein Typ? Ja, der Tim hat mir damals beim KSC in meinem ersten Jahr, es war mein erstes Jahr, er war schon sehr, sehr lange im NLZ beim KSC, extrem geholfen, hat mir einfach meine Eingewöhnungszeit, auch wenn ich als Spieler lange beim KSC gewesen bin, aber als Trainer einfach extrem vereinfacht. Wir haben uns super ausgetauscht, das war ein tolles Jahr, weil wir auch glücklicherweise damals erfolgreich waren. Die U19 hat um die deutsche Meisterschaft gespielt. Gegen Felix Platte im Halbfinale sind sie da knapp ausgeschieden. Und wir durften mit der U17 die beste Platzierung auf Platz 3 in der U17-Bundesliga feiern. Deswegen nur schöne Erinnerungen. Man hat sich so ein wenig aus den Augen verloren. Also der Kontakt ist jetzt nicht mehr üppig und intensiv, aber wir freuen uns auf das Wiedersehen, ich zumindest. Sie kennen ja nun Tim Walter sehr gut, das haben Sie ja gerade auch ein bisschen geschildert. Er hat ja in der Vorschau gesagt, jedes Unentschieden in Hamburg ist eine gefühlte Niederlage. Ist das auch schon so ein Spruch, der auch irgendwie deutlich macht, wie hoch der Druck jetzt schon auf dem Kessel ist? Ich meine, wir haben jetzt ja jetzt dreimal in Folge Unentschieden gespielt, das wären dann gefühlt ja drei Niederlagen. Ja, auf der anderen Seite können Sie natürlich hier auch mit dem Sieg genauso viele Punkte dann erreichen, wie wir auch. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es bei uns gerade so eine griesgrämige Stimmung irgendwie vorherrscht. Und so schnell wandelt sich halt nun mal das Gefühl im Fußball, dass du Druck hast beim HSV. Zweifelsohne, die haben sich irgendwie aus Versehen in der zweiten Liga verirrt. Das ist wie so ein Mensch, der mal Pilze sammeln geht und dann findet er den Ausweg nicht. So ist es aktuell jetzt in der zweiten Liga bei denen. Da müssen sie raus, die werden den Weg finden. Nur es ist halt die Frage, wann, ob es dieses Jahr schon geschieht. Bitte? Ich sage ja, 4 Jahre ist schon, scheint ein Labyrinth aktuell zu sein. Ja, dann kommen wir doch zunächst zu den Dingen rund um das Spiel. Unser Geschäftsführer Martin Hornberger ist gekommen. Bitte Martin, was gibt es zu beachten? Ja, vielen Dank, Matthias. Ist eben ja schon angeklungen. Wir erwarten ein ausverkauftes Haus. Aktuell sind 12.900 Karten verkauft. Davon 1.100 an HSV-Fans, Gästefans, die anreisen werden. Tickets, die restlichen Tickets gibt es noch im Online-Shop und im SCP-Shop nach Verfügbarkeit. Aber wir gehen davon aus, dass morgen dann das Stadion ausverkauft ist. Vielleicht ein dickes Kompliment an die Paderborner Fans. Die letzte Woche waren 8.000 knapp im Stadion, jetzt 13.000, wenn man die Gästefans dann noch abzieht, haben wir ungefähr 19.500 Paderborner, die an 2 Freitagen ins Stadion kommen. Ich denke, das ist schon eine tolle Zahl. Und wenn man das mal umrechnet auf die genehmigte Auslastung, die wir in dieser Saison gehabt haben, dann sind das 89%. Und wenn man mal vor Corona-Zeiten sich das anschaut, dann wären das 13.350 Zuschauer, die wir dann im Schnitt hätten. Die haben wir, glaube ich, noch in keiner Saison erreicht, zumindest in der zweiten Liga nicht. Da waren das Beste, glaube ich, 11.500. Also wir befinden uns auf einem guten Weg und die Zuschauer erkennen damit natürlich auch die Leistung unserer Mannschaft sehr deutlich an. Der P&R-Parkplatz ist natürlich geöffnet. Der Slini-Netz des Padersprinters, dort kann man mit dem Ticket 2,5 Stunden und vor dem Spiel und 1,5 Stunden nach dem Spiel kostenfrei fahren. Und vielleicht dazu auch noch eine Information: der Padersprinter setzt genauso viele Busse ein, wie es auch in der Vor-Corona-Zeit war. Man muss natürlich sagen, dass mit einer höheren Auslastung der Bendl-Arena auch die Busse etwas voller werden. Man muss aber auch bedenken, dass in den Bussen medizinische Masken getragen werden müssen und die Stadionbesucher ja auch geimpft, genesen oder auch getestet sind. Und wenn es dann mal etwas eng wird nach dem Spiel, die Busse fahren in einem sehr knappen Rhythmus, dann wartet man eben auch nochmal 5 Minuten länger, sodass man dann auch mit einem Bus sehr gut dann zum Park-and-Ride-Parkplatz oder in die Stadt nachher zum Feiern fahren kann. Zusätzlich gibt es noch eine schöne Aktion, eine Becherpfand-Aktion, die wir ja gemeinsam
mit der Fanszene, allerdings auch mit den Rewe-Märkten hier im Umfeld Paderborn machen. Wir sammeln für die hochwassergeschädigten Vereine in Westfalen und dort haben wir uns der Stiftung des FLVW auch angeschlossen. Wir wollen dort in den nächsten 4 Wochen in den Rewe-Märkten die Pfandbons sammeln und dann natürlich auch bei der Becherpfandaktion am morgigen Tag genügend Geld zusammenbekommen, um eben auch den Verein, die wirklich gelitten haben, sind Sportplätze komplett überspült worden, Vereinsheime zerstört worden und daran wollen wir uns dann auch beteiligen und da rufen wir natürlich auf, dass jeder sich auch an dieser Spendenaktion mitbeteiligt. Das erst noch von mir, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Martin. Besonders gut gefallen hat uns allen, dass wir dann nachher, nach dem Spiel zum Feiern in die Stadt fahren. Gibt es noch Fragen? Heute kam ja auch die Pressemitteilung, dass der Vorverkauf für Mitglieder fürs Ingolstadt-Spiel gestartet ist. Gilt eigentlich auch die Maximalkapazität von 13.000? Oder ja, und wie kommt man dann auch auf diese Zahl anhand der Corona-Schutzverordnung in NRW? Wie kam man auf die Zahl der Corona-Schutzverordnung? Man hat die Sitzplätze genommen und hat dann 50% der Stehplätze genommen und dann nochmal 50% von dem, was, glaube ich, drüber blieb. Also das ist die genehmigte Zahl, die dann gekommen ist. Ob es beim Ingolstadt-Spiel sogar noch mehr wird, weil es ja am 29. Oktober eine neue Verordnung gibt, wissen wir nicht. Aber mit den 13.000 sind wir, glaube ich, auch im Moment ganz gut bedient und wir hoffen natürlich auch, dass sich die Entwicklung rund um Corona weiter so positiv fortsetzt. Die Zuschauer hier in Paderborn sind ja, sage ich mal, sehr konsequent beim Tragen der medizinischen Masken. Die Einlasskontrollen laufen sehr, sehr gut, weil jeder auch seine Unterlagen bereithält. Und wie gesagt, da auch nochmal den Dank an alle, die beteiligt sind, denn nur so kann man einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Und wie gesagt, wie es dann weitergeht, ob es dann auch zu der von Jens Spahn angekündigten Komplettöffnung irgendwann kommt, das muss man abwarten. Aber wie gesagt, beim Ingolstadt-Spiel gehen wir von den 13.000 auch wieder aus. Ja, vielen Dank, Martin. Ich sehe, die Blöcke gehen zu. Dann vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Uns allen einen schönen Donnerstag und morgen ein gelungenes Spiel. Dankeschön.